send you to hell. Get off my feet! Ja, kommt durch, schaut ruhig alle mal vorbei hier. Mann, los, Alter, du Spargel-August. Los, ich will jetzt nicht meine ganze Munition an dich verschwinden hier. So. Okay, he's dead. Sind wahrscheinlich wieder von den Idioten. Snake braucht jetzt nicht. Oh, hier vorne ist dann Fakt. Und hier fliegen schon die Kugeln wieder, ey. Oh, okay, okay, okay. Nicht cool. So, wie gesagt, Taschenlampe. Taschenlampe ist halt echt der Bringer, ne? In dem Game. Okay, den haben wir auch. So ein Hans Wurst, Alter. Einfach nur. Ist unglaublich. Goldkettchen oben. Ich glaube, ich spinne. So. Energy Drink schnell ein bisschen aufgefüllt. Oh, hier nehmen wir immer. Schauen wir nochmal rein. So, ein bisschen Pistolenmunition kommt immer gut. Snack. Halt. Scheiß Snack, können wir noch essen? So. Ach, alles so eine verwinkelte Geschichten hier irgendwie. Kannst du immer so schön viel Loot wahrscheinlich auch verstecken. Und vor allen Dingen übersehen. So, Batterie, pipapo, bla bla bla. So, nehmen wir. Oh Gott. Okay, gut. Nein. Alkohol. Arbeitsplatz, das gilt es zu verteufeln. Okay, schon. Stimmt. Anything will help. Und es ist so duster. Gut. Dann geht's hier jetzt weiter. Reiniger? Na, die Pistolen sind tatsächlich alle echt nur noch minderwertig gerade. Hier kommt doch nichts Cooles ran gerade. Bisschen schade. Okay, die sind ja alle in einem scheiß Großraumbüro. Ah, na toll. So, Taschenlampe ist gleich aufgeladen. Die brauchen wir jetzt auf jeden Fall. So, dann machen wir auf das Ding. Und, kommst du raus? Na los. Und da hinten steht noch einer. Ja, du Idiot, hat ja der Helm ohne Schere helfen. So, schnell nachladen. Das war ja ganz gut. So, kommst du jetzt raus oder was? Los, zeig dich. Show yourself. Gib dir einen Ruck. Okay, wir gehen rein.
stay together. Stay together. I'll kill you faster. So, sehr gut. Zwei Leute noch. Okay, Hammer. Einer noch, da hinten. Bums, Hammer. Den Strolch. So, oh, hallo. Was haben wir hier Schönes? Okay, ist auf jeden Fall ein bisschen schwächer, aber ich würde es trotzdem mitnehmen. Because of the cash. So, okay, gut. Wir müssen durch die Tür durch. Ich loote mal schnell nochmal alles durch hier. So, dann haben wir den Großteil jetzt gelootet hier irgendwie. Ich muss jetzt so nicht alles abgrasen, hundertprozentig irgendwie. So, dann gehen wir hier mal rein. What the hell is wrong with you? Get out! You two, go! I just tried to help. I tried. It's all right, love. We're getting you out of here. Christ, what did they do to you? I just want to leave. I just want to go. Fuck her, man. Bitch sold us out. Hey, come on, man. We're a team, right? We stick together. That's exactly why she shouldn't come with us. We all could have died. She fucking lied to us. I'm not saying leave her here. Give her to the nun. If we could head to the hotel. She made a mistake. She was trying to do the right thing. Let's just take the supplies back to the resort and get her off the island. She doesn't belong here anyway. I'll go look for the goddamn car. And what if she make another mistake? I don't think she'll be making that one again. Ja, haben sie ja übel mit dir gespielt, Alter. Ja, willst du nur das Richtige tun, ey? Ach, scheiße, Jin. I'll wait here for you. Okay, alles klar. Teile ein paar der Vorräte mit den Leuten in der Kirche. Das machen wir gern. Das machen wir doch gern. Komm, wir bringen euch ein bisschen Futter. Ein paar Vorräte. Ein bisschen Wassermedizin. Der durchhaltet. So, vielleicht mal die Waffen wegstecken. So, okay. Tim? I need something from the police station. It's a small yellow file and you'll find it on a detective's desk. They were investigating the rape and murder of my wife and some asshole. Alter, komm grad von da, du Penner, ey. Das ist doch nicht dein Ernst. But they didn't have enough evidence, so they couldn't bring him in. No one would testify against him. They were too afraid. I need to know what he looks like and where he lives, because he does not deserve to breathe the same air as decent people do. Will you help me? Ja, na klar. Sure. So you believe in justice? Good. Also exakt da, wo wir gerade herkommen. Exakt da, wo wir gerade herkommen. Das ist doch bescheuert, Alter. Warum gehen die das nicht früher frei? Was für ein... Also wirklich. Mann, Leute. Das ist doch kacke. So. Zu dick für die Tür. Mother Helen. You showed a lot of courage saving your friend. She carries the fire of faith. And you must protect her. Mhm. We thank you for the supplies that you delivered to us. Our days are numbered on this earthly plane. But while we are here, we can still do the Lord's work. Ja, tu das. So, was? Oh, hallo. Hallo. The girl's death did nothing to ease the tension. People are at each other's throats. We need you to come through. We're starving here. The new antenna's up, but isn't working any better. Too far away, the storm's too close. Some people think the government's deliberately jamming the signal to keep us on our own. Dominic thinks we should use the hotel's antenna, but I don't know. We need you back here, my friends. Soon as you can. Ja, das glaube ich gerne, Alter. Das ist immer schlimmer, we're counting on you to come through.
If you really want to prove you're worthy in the eyes of the Lord, you must do his work. The cemetery is being desecrated by the abominations. Mm-hmm. We managed to bury the brave ones who gave their lives to save ours. But their peace is now being disturbed. Our Lord wants you to reclaim the consecrated ground from the devil's disciples. Alles klar, ich mach mal schnell den Friedhof sauber, ist gar kein Problem. Jawohl. Sure. Gerne. Make sure no foul creature taints the sanctity of this place. Okay. So, wir haben die tödliche Bolo-Machete genommen, das ist sehr gut. So, okay, okay, okay. Lass mich kurz mal schauen, was wir eventuell mit der neuen Bolo-Machete jetzt hier rausholen können. So, Gift können wir tatsächlich mal machen. Das können wir probieren. Giftverteilung. Giftverteilung. Keine Ahnung. Wir probieren es einfach aus. So, okay. Oha, Alter. Sieht schon geil aus. Sieht schon geil aus. So, was bringt die jetzt? 586. Jawohl, Freunde. Jawohl. Cool. Dann können wir tatsächlich nochmal die anderen verkaufen. So, du kriegst nochmal ein paar Batterien von mir. You find any more, you know where I am. Just ask for Ryan. So, an dich verkaufen wir mal ein bisschen was. So, alles verkauft. Fantastisch irgendwie. Wir haben jetzt auch zwei neue Waffen, die jetzt die Standardwaffen sind. Das ist einmal die und dann einmal das Eigenbauhackmesser. Und das ist, glaube ich, schon mal ein sehr guter Stand, irgendwie, mit dem wir jetzt hier losziehen können. So, dann schauen wir mal hier kurz nach. Wir sollen ja den Friedhof mal sauber machen. Schön. Okay, einfach nur ein paar Zombies hier wegmulcheln, das kriegen wir auch hin. Das kriegen wir auch hin. Wunderschön, wunderschön. Wo ist er denn? Wo ist denn mein kleiner Schreihals hier? Okay, hier haben wir nur zwei. Ohne sowas. Okay, und sein neuer Schläger. Mm. Das ist aber unangenehm. Bonuswalderer, aber auch erstmal einen schönen Aufstieg wieder garantiert. Ey, 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 ey. Mann, Alter, ich verrückten Zombies, ey. So. Da vorne ist noch einer, wahrscheinlich ein Schläger, ne, würde ich sagen, oder? Bye, bye, Schläger. Oh. Alter. Das ist finster. Das ist einfach. Unverhältnismäßig auch. So ein bisschen Heilung wäre auch cool. Ist hier mal gut, Alter. Meine Fresse, das hat ja Stress mit diesen Pennern. Unglaublich. Obwohl tatsächlich die Leute mit diesen Ausgasen wirklich. Die sind schon nicht ohne, ey. Okay, also die Haltbarkeit geht tatsächlich relativ schnell runter. Heilen, komm. Gib dir mal. So, Bastardo. Okay, ihn haben wir. Und ich glaube, wir gehen wieder zurück zur Kirche. Ja, genau. Zack. Zack. Und Auftrag abgeben bei Mutter Helen. Found the tools. Very good. You are becoming worthy in the eyes of our Lord. Dankeschön.
Schade. Ist nicht meine Waffe, Mäuschen. So. Please hurry. Please hurry. So, warte mal. Wir müssen nach oben gehen. Da kriegen wir noch einen Auftrag. Von Raymond oder? Nee, von ihm hier. It breeds disease. Von Owein. There are so many corpses. Look at them. And they're starting to decompose. Ja. They need to be buried, but I can't bury this many bodies with my bare hands. So ein Spaten für Owain. Sure. Bring me a spade or a shovel and I'll do what needs to be done. Aha. Oh, this... Das den Spaten bringen, Alter. Ich glaube, ich spinne, ey. Mann. Wie in jeder Scheiße musst du hier zu den Leuten. Das ist unglaublich. So, okay, gut. Schauen wir mal bei den Fähigkeiten nach. So, ich hätte tatsächlich Bock, den Blutrausch. Ich benutze Blutrausch echt wenig, aber er ist echt gut. Ich komme aber nicht dazu in dieser ganzen blöden Situation. Ich würde tatsächlich das mal forcieren. Das heißt, ich würde mal gucken, dass ich hier irgendwo verringert die Menge an Wut, die zur Aktivierung benötigt wird. Das ist ganz gut. Kritische Treffer erzeugen mehr Wut. Das ist auch gut. Chance auf Wiederherstellung von 20% Wut. Ich mache mal hier einen Punkt, weil ich will ganz gern hier irgendwo ankommen. So, haben wir auch einen Spot an der Polizeistation? Das wäre gut. Nein. Alter, die Machete ist fast im Arsch. Ich muss mal erst kurz das Ding reparieren, das ist ja übel. So, Repair. So. Strengthen our barricades. So, nochmal schnell den Gabriels Vorschlaghammer verkaufen. So, schön. Ah ja, auf zu husten. So, okay, gut. Na dann mache ich nochmal schnell den Auftrag für den Typen und düse nochmal schnell zur Polizeistation. Ah. So, wir sind in der Polizeiwache wieder unten drin. Ah, verdammte Axt, Alter. Die ganze Tiefgarage ist voll mit Zombies jetzt. Halt doch mal in das Wissen. Okay, geh ich mal hoch. Jetzt kann ich tatsächlich nur hoffen, dass jetzt hier keine menschlichen Gegner mehr sind, dass jetzt tatsächlich nur Zombies da sind. Das würde ich gut finden. So, ich gehe mal ganz kurz nochmal auf die andere. Okay, sauber. Freund, sauber. Endlich, wir brauchen jetzt bloß eine Akte. Okay, gut. Eine Menge Zombies. So, einmal durch hier. Dankeschön. Coke hinterpfeifen. Und nochmal einen Ausweis gefunden. Das ist sehr schön. So, zack, hoch. Smash. So. Das, was ich mit deinem Kumpel gemacht habe, war ganz mit dir. So. Tschüss, Kowski. So, okay. Schwein gehabt. Das waren so eine schnellen. Ich finde die immer noch echt unangenehm, ne? Also klar, man braucht jetzt nicht so viele Schläge für die. Aber ich finde die unangenehm. Die setzen mich unter Stress. Die setzen mich unter Stress. Na toll. So, wisst ihr mal was? Jetzt wollen wir uns den Spaß machen. Zack, wir setzen mal ganz gepflegt Wut ein. So, nächste bitte. Scheiße, das war schon. Ja, Mann, es war so wenig Zeit. Das ist ärgerlich. So.
So, okay, die gehen gut down. Das ist jetzt nicht das Problem. Und wir haben sie. Schön. Okay. Warte mal, hier hechelt doch mal einer. So, darf ich dir mal kurz hier einen Pull-Moll anbieten? So, okay. Hey, hey, hey. Ist das durch die Schutzkleidung, dass die so viel Power haben? Sorry. Ist jetzt hier Ruhe im Karton, Freunde? Sagt mal. Besonders gut ist natürlich, dass der Schläger relativ schnell zu Boden ging. Lade die Daten herunter. Okay, gut. Wir laden unsere digitale Akte runter. So. Was ist denn nun los? Hat das nicht gemacht, oder was? Und? Was ist denn ein Problem? Frage ich. Warum? Was ist hier los? Kann ich die nicht runterladen, oder was? Moment. Okay, durchsuche den Raum nach der Akte. Vielleicht hier, wo so schön Licht an ist? Nein. Let's take a look. So, wo könnte die Akte stecken? Nehmen wir die, Tim-Akte. Wunderbar, haben wir. Kehre zu Tim zurück. Na dann, let's go back. So, okay, wir sind zurück an der Kirche. Wir können es jetzt wieder abgeben. Bei Tim. Und wir schauen mal. Good. Yeah. This is it. This is it. And I just need one more favor. What? Ist noch ein Fall von mir? I need a gun to take from him what he took from my wife. His life. I'll give you everything I have for it. I need to make this right. Are you with me? Ich soll Rache für dich nehmen. Okay. Absolutely. Das mache ich. My next door neighbor had a gun, and I'm sure it's still there. I know he didn't take it, because I saw his feet and body in the hallway. Attitude. Obviously he ran out without taking it. Please hurry. So, na, dann gehen wir mal schnell hin. Okay, gut, wir sind jetzt da und hier geht's rein. Schauen wir mal. Can't hurt to look. Was ist denn hier los? Warum ist das hier alles so verraucht? Brennt hier irgendwas? Jungs, hier den Herd angelassen? Na toll. So, na dann, viel Spaß beim Brennen. Vielleicht reicht das schon. So, okay, er wird looted. Wunderbar. Schön. Ist er down? Ja, cool, er ist down. Boah, 2000, das ist nicht schlecht. So, erstmal Wasser anmachen. Ihr kennt mich. So, zack. Energy Drink. Brauchen wir gar nicht. So, okay, war Tims Waffe. Bring die Waffe zurück zu Tim. Okay, kein Problem. Gut. Dann bringen wir die mal zurück zum guten alten Tim. Jetzt kannst du, jetzt hier hast du deinen Ballermann, mein Freund. Jetzt kannst du es selber machen. Zieh durch. Sei ein Mann. That's it. Thank you. It's Judgment Day. It's time Judgment for all the sinners to pay. Alles klar. So, was hast du? Bauplan Kurzschluss. Cool. So, okay. Ach so, na siehst du, genau. Ich muss jetzt erstmal das Auto tatsächlich zum Rettungsschwimmerturm fahren. Um die damit Essen und Medikamenten zu versorgen. Let's do it. Zum Ressort. Jetzt ist die Frage, ob er alleine fährt oder. Faster! Oh, oh, Alter, was mit euch? Stay down. Was ist denn das jetzt für ein Scheiß, Alter? Du wirst dir sofort überfallen, ey, ihr Penner. Bekackt. So, okay, gut, du musst tatsächlich persönlich fahren, aber ist ja gar kein Problem. Wir sind sogar noch relativ nah dran.
Nee, tatsächlich nicht. Das ist richtig weit weg. 100 Meter, oh Gott. Quatsch, 500 Meter. Na gut, wir fahren mal los. Dead forever. Dead forever. So, und wir sind am Rettungsschirmerturm angekommen. Mit den Vorräten. So, öffnet das Tor, ihr Lieben. Ja, noch beide? Ja, danke schön. Dann kommen wir nämlich durch. Sehr cool. So. Haben wir. Cinemoy. Alter Schraube. Da sind wir. Thank you, I thought all was lost. This kind of hunger makes people crazy. Some were saying we should eat the dead. We do that. How are we any different from those things out there? What you brought us a couple of more weeks of hope. Sadly, not for everybody. But you're probably wondering if we reach that guy on the radio, right? Vogel auf dem Dach. Steige aufs Hoteldach. I'll do my best. Unfortunately, I don't have any good news. I told you our equipment turned out to be too weak. Dominic and a few others headed to the hotel to try the antenna there. We haven't heard from them for 2 days. So you're our last hope. Okay. We need to find them, and we need to pray that he's still alive. Because he's the only one who can get that hotel antenna up and running. So, steige aufs Hoteldach. Na super, Alter. Na super. So, okay, na, dann düsen wir mal schnell zum Hotel. Um da aufs Dach zu klettern. Na, das ist. Oh Gott. Mit deinem Traum, Alter. Oh, weia. Muss ich mich da komplett bis hochkloppen? Oder muss ich bloß unten die Tür öffnen? Und bin oben. Das wäre cool. So, okay. Scheinbar nehmen wir gerade eine kleine Abkürzung zum Hotel. Hallo? Also ich bin mal kurz vorbei. Ich müsste. Oh. Nein, hier wird keiner eingecremt mit Sonnencreme. Nicht von mir, mein Freund. Ich muss weg. Dankeschön. So, einmal hier durch. So, durch den Diamond District. That was it! That was it! Nahrungsmittelkonserven, die nehmen wir natürlich gerne mit. Und Alkohol. Wunderbar. Dankeschön. Flap. So, 71 Meter noch. Schauen wir mal. Dankeschön. So, zack. So, euch lasse ich mal jetzt einfach links liegen. So, wo ist die Kohle? Okay, er scheucht uns tatsächlich komplett außen rum. Das ist ärgerlich. So, den Selbstmörder lasse ich da mal kurz rum. Nein, ich kann dir nicht helfen. Das ist mir auch egal. So, haben wir. So, und hier irgendwo muss der Eingang sein. Es wäre mal ganz schön, nicht immer durch den Personaleingang zu müssen, sondern auch mal durch die Hauptlobby. So. Und Blase. Anything will help. Viel zu looten, viel zu looten, viel zu looten. So, schnell ran. Schnell ran. Dann holen wir uns mal kurz an euch, kleine Spinner. Ja, was auch alles irgendwie meistens aber so leichter Random-Schnack irgendwie, den ich jetzt hier einsammle. Ist nicht wirklich so krass wichtiges Zeug. Man zwar alles so ein bisschen so zum Bauen, aber naja, das meiste hat man tatsächlich wirklich. Schlüssel zum Hotelbungalow 14. Okay, interessant. Was gibt's denn da? So, okay.